Was geht ab, Freunde? Jetzt mal wieder so ein bisschen unvorbereitet. Ich mache mir gerade meinen Kaffee. Aber ich hatte einen Gedanken. Leute werden immer etwas zum Kritisieren finden bei dir. So, die werden dich immer kritisieren. Gerade das Video geht jetzt an all die Menschen, an all die Leute, die große Dinge tun, die aus der Norm rausgehen, die jetzt nicht nur so ein 9-to-5 machen oder sonst irgendwas. Vielleicht machst du dein eigenes YouTube, vielleicht verfolgst du deine Träume, deine Ziele und du wirst merken, es wird immer Menschen geben, gerade Familie und was weiß ich alles, es wird immer Menschen geben, die dich kritisieren werden. Sagen dir dann, oh, du musst aber das so tun und du musst aber das jenes tun, du musst aber so machen, du musst aber so machen. Aber ich denke, es wäre besser, wenn du das und das nicht tun würdest. Ich denke, es wäre besser, wenn du das so und so tun würdest. Leute wollen dich immer kritisieren. Das Lustige ist aber, die meisten von denen, die haben selbst gar keinen Plan, was die labern, was die von sich geben. Die haben selbst gar keinen Plan. Wollen dir irgendwas über Business sagen, haben selbst noch nie angefangen mit einem Business. Wollen dir irgendwas über Sport sagen, haben selbst noch nie angefangen mit Sport. Das sind immer die besten Menschen und so oft, ich habe das schon sehr früh gelernt. Leute, das musste ich schon sehr früh lernen. Schon damals, wo ich angefangen habe mit Sport und ich habe relativ früh angefangen. Ich habe so mit 15 richtig angefangen. Mit 14, 15 irgendwann habe ich so richtig angefangen mit Kraftsport, also mit Fitness und Kampfsport. Da sind immer Leute gekommen, oh, ich würde aber so, ich würde aber dies, ich würde aber das und das musst du besser machen und hier und dies und das und bla bla bla. Jeder will was zu sagen haben. Muss eines verstehen, wenn du jemand bist, du tust große Dinge. Das geht jetzt, wie gesagt, nicht an irgendeinen Normalo. Ja, ich will dir jetzt auch keinen downgraden, der irgendwie einen Job macht oder sonst irgendwas, aber du bist halt dann durchschnittlich, du bist ein Normalo. Wer soll dich kritisieren? Du machst deinen Job, bist ruhig, machst dein Ding. Alles cool. Aber wenn du jemand bist, du machst einfach große Dinge, du machst etwas, was nicht jeder macht. Du verfolgst deine Musikkarriere oder du verfolgst deine Modelkarriere als Frau. Keine. Beispielsweise, ich mache nur Beispiele. Es werden immer Leute kommen, die dich kritisieren wollen, die dir sagen wollen, was du zu tun und was du zu lassen hast, weil sie ja denken, sie wüssten ja, wie du zu deinem Erfolg kommen kannst. So, oh ja, ich weiß, dass ich. Die wissen gar nichts. Die wissen gar, das ist das Lustige. Die meisten, die wollen einfach nur kritisieren, um zu kritisieren, wissen aber selbst gar nicht, wie man zum Erfolg kommt. Das sind mir immer die liebsten Leute, ohne Scheiße, das sind mir immer die besten Leute, die einfach nur kritisieren, um zu kritisieren, aber wissen selbst gar nicht, wie man an den Erfolg wirklich kommt. Du strugglest dich durch wie ein Motherfucker. Du strugglest dich durch, machst dein Ding, ziehst dein Ding durch. Und dann gibt es immer diese Motherfucker, die dann kommen. Oh, ich will aber dies, ich will aber das. Aber das ist doch besser, aber das ist doch schlechter. Aber ich würde das doch so machen. Aber wäre es nicht besser, wenn du das und das so und so machen würdest? Das Lustige ist ja, die helfen dir ja nicht. Die kommen nur und kritisieren dich, aber die helfen dir nicht. Die wollen dich nicht unterstützen oder sonst irgendwas. Nein, die wollen dich nur kritisieren. Die wollen nur so machen, wie als wüssten die mehr als du. Ja? Nur weil die jetzt älter sind als du, denken die jetzt, die wissen alles. Das sind ignorante Motherfucker. Und nein, ich bin nicht respektlos gegenüber älteren Menschen. Aber vor was ich keinen Respekt habe, ist vor ignoranten älteren Menschen, die denken, sie wüssten alles, obwohl sie nichts wissen, aber machen deine ganzen Träume und Ziele kaputt. Davor habe ich keinen Respekt. Vor älteren Menschen, die denken, die wüssten alles und müssten bei jungen Menschen hingehen und müssten denen ihre Träume ausreden. Oh, ich bin älter als du, ich weiß mehr. So, das ist ignorant. Nur weil du älter bist, das heißt nicht, dass du mehr weißt. Ich habe mit Garantie mehr erlebt als manche 50-Jährige. Mit Garantie. Die seit Jahren den gleichen Job machen, das gleiche Leben führen seit 20, 30 Jahren und sich nichts verändert hat. Bei mir hat sich in meinen jetzt fast 26 Jahren schon so viel verändert, ja. Deswegen, komm nicht zu mir und versuch mich zu kritisieren, ganz ehrlich. Du weißt nicht, woher ich komme, weißt nicht, was ich alles erlebt habe. Diese Denkweise musst du mittlerweile auch dann haben. So, du musst dann direkt zu so denken, was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir? Ihr redet über Business. Kleine Pimpfe kommen zu mir, wollen mir was über Business erzählen, ja, haben noch nie mal ihr eigenes Business angefangen. Ich würde aber so machen, ich würde aber so machen. Kleine Pimpfe, kleine Motherfucker haben im Leben noch nichts erreicht, haben noch keine
zwei Haare auf dem Sack und wollen mir irgendwas sagen. Sind noch nicht mal 18 und wollen mir irgendwas sagen. So, manchmal ist es hilarious, manchmal ist es einfach lachhaft, was für Menschen da kommen. Es können auch Jüngere sein, die total ignorant sind, die denken, die wüssten alles. Obwohl die kein bisschen was wissen. Du startest gerade dein Business, ja, und die wollen dir irgendwas erzählen über Business. Und denkst dir, Junge, werd erstmal 18, fang erstmal mit deinem eigenen Shit an und dann können wir reden. Das ist keine Arroganz jetzt von uns. Hier, das ist einfach Realness, Alter. Wer will dir was erzählen, wenn du am Machen bist und die kritisieren nur und sind selbst nicht so am Machen? Was wollen die dir sagen? Du bist tatsächlich am Machen. Versteht ihr, was ich meine? Manche, die sind so lächerlich. Die machen selbst nichts, aber wollen einem Macher sagen, wie der was zu machen hat. Das sind selbst Loser, die nichts machen, die nichts gebacken bekommen, aber wollen einem Macher sagen, was der Macher zu tun hat. Das musste ich sehr, sehr früh schon lernen. Es wird immer Menschen, gerade wenn du ein Macher bist. Ich sage jetzt nicht, ich bin der ultimative Macher hier und ich bin so toll. Nein, aber ich bin schon ein Macher. Wenn ich mir was vorsetze, ziehe ich das durch. Wie man sieht, jeden Tag 3 Videos. So, kannst sagen, was du willst. Für alle, oh, du hast kein Business, du hast kein Dies. Okay, alles klar. Check meine Website aus, dann reden wir weiter. Du hast kein Business, du bist dies. Wo sind die Hater jetzt? Wo sind die Hater jetzt von einem halben Jahr noch? Du bist kein Businessmann. Du bist arbeitslos. Du bist Aufstocker. Du bist dies. Wo sind die Hater jetzt? Wo sind die Hate-Kommentare jetzt? Wo sind die Hate-Kommentare jetzt, hä? Wo ich nach und nach immer mehr auch das Soul-Channel am Aufbauen bin. Wo sind die Hater jetzt? So müsst ihr denken, ganz ehrlich, ihr müsst drüber lachen, weil ihr müsst in die Zukunft sehen. Ihr müsst euch eins nur vorstellen. So, ey, ich zieh die Scheiße jetzt hier. So, ich hab mir gerade hier ein bisschen Schaum gemacht. Meiner Milch, falls ihr euch das gefragt habt. Ich hab mir gerade so ein bisschen Schaum im Schaum machen hier gemacht. Und jetzt noch meinen Kaffee. Aber das müsst ihr euch denken. Das müsst ihr euch denken. So, ich zieh die Scheiße hier durch. Wart mal ab in ein paar Jahren. Dann sprechen wir uns mal wieder. Wart mal ab in ein paar Jahren. Dann sprechen wir uns wieder. So muss man sich das manchmal denken bei diesen Clowns. Die dann kommen wollen und wollen dir sagen, was du zu tun und was du zu lassen hast. Aber denkst du nicht, es wäre besser, wenn du so und so dein Business machst? Denkst du nicht, es wäre besser, wenn du das und das machst? Und ich denke aber, es wäre besser, wenn du so und so machen würdest. Und ich denke aber, jeder denkt irgendwas. Sie alle denken irgendwas. Jeder will irgendwie denken. Aber das Lustige dabei ist, die meisten können es gar nicht richtig. Hört sich ja, oh, du bist so eingebildet, du bist so die. Nein. Aber es ist wirklich so. Sobald die denken müssen, du merkst, wie hart die strugglen müssen. So. Wenn die selbst mal nachdenken müssen. Deswegen nimm ihre Worte nicht ernst. Die meisten, wenn die selbst denken, ja. Die können nicht mal selbst denken. Versteht ihr, was ich meine? Die können nicht mal selbst denken. Die kriegen nichts selbst gebacken. Dann sehen die dich. Du machst deinen eigenen Shit. Ja. Du machst deinen eigenen Shit. Du kriegst Zeugs gebacken. Du backst Zeug. Ja, du bist wirklich so wie ein Chefkoch und kochst dir, backst dir, machst dir das komplette Menü. Ja. Alles alleine. Keiner hat dir Rezept gegeben oder sonst was. Du machst alles alleine. Und dann kommen trotzdem noch welche, aber ich würde da mehr Salz machen. Aber ich würde hier noch ein bisschen mehr Pommes machen. Aber ich würde hier noch ein bisschen mehr Steak drauf machen. Und dann denkst du, Junge, wenn du doch denkst, dann entweder unterstütz mich, helf mir doch und zeig mir, was ich richtig machen soll. Oder halt die Fresse und verpiss dich. Aber komm nicht mit deinen komischen Kritiken, ja, und du helfst mir nicht. Weil viele sind so, die wollen nur kommen. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche random people, ich meine jetzt wirklich Leute aus deiner Familie, Leute, die dir vielleicht nahestehen, irgendwelche Freunde, anstatt dass die dich unterstützen, ja, und dir den richtigen Weg auch so zeigen, weil sie ja denken, sie wissen alles, ja, und ganz ehrlich, wenn du denkst, du weißt alles, wie gesagt, zeig mir den Weg und ich folge dir, definitiv, wenn du weißt, was besser ist, zeig mir deinen Weg und ich folge dir. Aber das Lustige bei denen ist, die wollen dir nur einen Weg vormachen, wollen dir nur sagen, was besser ist, aber können es dir nicht zeigen. Warum? Weil es Loser sind, weil die selbst nichts gebacken bekommen. Und es ist leichter immer, jemanden zu kritisieren, anstatt selbst was zu machen. Ich habe noch so ein Meme gesehen, eben so, all die Leute, die immer andere Menschen ihre Fehler irgendwie so suchen, ja, das sind die, die niemals ihre eigenen Fehler beheben oder sonst irgendwas. So, sei kein so Mensch, der die ganze Zeit nur auf andere guckt,
was andere falsch machen und geh hin zu anderen und kritisier die. Sei kein so Mensch, kritisier dich selbst. Kritisier dich selbst, ganz ehrlich, guck auf dich. Was mache ich falsch? Denn ich bin so ein Mensch, ich guck auf mich. Was muss ich hier in meinem Business besser machen? Okay, ich muss Kundenkontakt besser machen. Ich muss besser mit meinen Customers hier, Customer Service muss besser werden hier. Ich muss besser meinen Kundenstamm aufbauen. Ich muss auch freundlicher sein vielleicht. Ich muss dies machen, ich muss das machen. Ich mache diese Reality-Checks. Definitiv. Manchmal dann schreibt man mit einem Kunden oder sonst was. Ja, ich rede jetzt nicht von der Soul Channel, ich rede jetzt da von E-Bikes oder sonst was jetzt beispielsweise, was ich ja auch mache. Manchmal schreibt man da, dann merke ich, oh, an der Art, wie ich dann geschrieben habe, hat der Kunde da keinen Bock darauf bekommen oder sonst irgendwas, oder ich habe irgendwas falsch geschrieben. Man lernt aus Erfahrung. Und dann kommen diese Leute, aber ich will das schreiben, aber ich will diesmal, aber ich will jenes Mal. Weißt du, anstatt dass sie dir dann, gutes Beispiel, einen Text vorbauen, so ich würde dann das und das schreiben, damit du das klar siehst. Nein, die kommen dann nur, aber ich würde das nicht so machen, ich würde das anders machen, ich würde das machen, ich würde dies machen. Das sind Clowns, diese ich würde das machen. Das sind alles Clowns, die so sagen, die so sprechen. Ich würde das machen. Ich, wo ist ich mache das? Ich mache dies. Ich mache jenes. Ich kann vor keinem Respekt haben, der nur sagt, ich würde das so und so machen. Davor habe ich keinen Respekt. Ich habe Respekt vor Menschen, die sagen, ich habe das und das gemacht. Ich habe diese und diese Erfahrung. Das bringt mich jetzt zu diesem und diesem Entschluss, weil ich habe diese Erfahrung. Ich weiß, was ich sage. Hör zu, ich weiß, was besser ist. Das ist was komplett anderes, als wenn jemand nur so leer kommt. Oh, ich denke aber, so ist besser. Ja, warum denkst du das? Das fragst du dir dann, oh, keine Ahnung, ich denke einfach nur, dass das besser ist. Was ist das für ein Argument? Du musst, wenn du Argumente bringst, die auch beschreiben können, musst auch den Grund nennen können, warum das jetzt besser für mich ist. Wenn du aber dann nur kommst, oh, ich will das so machen, ich will das so machen, dann fragst du dir, mach diesen Test, geh dann hin und sag, warum denkst du, dass das so besser wäre? Wenn dieser Mensch dann kommt, ausführlich und sagt dir ganz genau, guck, ich denke, das wäre besser, weil wenn du das so und so machst, dann kommt da das und das und dann dies und dies und beschreibt dir das alles ganz genau, das ist was anderes. Das ist sogar noch ganz gut, sogar okay, sogar sehr gut, wenn ein Mensch dir den Grund auch abliefern kann. Aber die meisten, die wollen nur kritisieren. Deswegen filter für dich selbst. Ich wollte jetzt einfach nur die Beispiele hier nennen. Filter für dich selbst. Wenn du Menschen hast und du weißt, die geben dir konstruktive Kritik und können auch ihre Argumente beschreiben, warum sie das sagen. Da kannst du immer abwägen, so, nehme ich das jetzt auf, nehme ich das nicht auf, weil da kannst du schon eher danach gehen, okay, hier habe ich was Handfestes, weil diese Menschen können mir ja auch erklären, warum sie das sagen, was sie sagen. Das ist schon handfester als die Menschen, die dann nur kommen und kritisieren dich einfach, nur um dich zu kritisieren. Wenn du die dann fragst, ey, warum sagst du das? Warum soll das besser sein? Und die können dir keine Erklärung geben, hör nicht auf diese Menschen. Lass diese Menschen links liegen. Und ich sag dir nur noch eins, es gibt leider mehr solche Menschen, die du links liegen lassen musst. Die nur kritisieren, um zu kritisieren, weil sie jemanden sehen, der größere Dinge macht. Glaub mir, ich weiß, was ich sage. Schon mein ganzes Leben habe ich größere Dinge gemacht. Habe Träume und Ziele verfolgt und Dinge, andere Dinge gemacht, die nicht jeder tut. Ich weiß, wie es ist, kritisiert zu werden von Lehrern und dies und das und jenes, Arbeitgebern und Chefs und anderen Arbeitskollegen und Familienmitgliedern und Freunden, sogenannten Freunden und was weiß ich. Ich weiß, wie es ist. Deswegen weiß ich auch, wann kannst du den Tipp annehmen, ja? Wann macht es Sinn, einen Tipp anzunehmen und wann ist es Unsinn? Und bei den meisten ist es Unsinn. Ich habe es euch jetzt ganz genau gesagt. Wenn die euch nicht die Argumente liefern können, warum sie das sagen, was sie gesagt haben, ja, hört nicht darauf. Hört nicht darauf. Das sind nur leere Worte, um euch zu irritieren oder sonst irgendwas. Damit ihr denkt, ihr macht was falsch. Weil es gibt diese Menschen, die wollen euch einfach nur irritieren. Die wollen euch einfach nur abfacken. Wie jetzt wüssten die mehr als ihr. Das sind Kontrollfreaks. Die denken, die müssen jetzt Oberhand über dich haben. Ja, nur weil du jetzt größere Dinge tust und dann wollen die dir jetzt was sagen, damit sie sich besser fühlen. Oh, guck mal, ich weiß mehr als der. Bullshit. Wenn du mir nicht die Argumente liefern kannst, du gibst mir jetzt eine Kritik, konstruktive Kritik oder sonst irgendwas, was ich besser machen soll. Und ich frage dich, okay, ich habe dich verstanden, warum soll ich das tun? Was würde das verändern? Wie würde das mich jetzt verbessern in meiner Situation hier jetzt? Und wenn du mir ganz genau erklären kannst, warum, weshalb, wieso das besser wäre für mich, gut.
Wenn du es mir nicht erklären kannst, das ist der ultimative Test, Leute. Das ist der ultimative Test. So könnt ihr einen Loser und einen Macher testen. Der Macher wird dir ganz genau sagen, warum er das gesagt hat. Wird dir ganz genau die Gründe abliefern. Ein Loser, eine Laberbacke, nenn es wie du es willst, ein Ballonkopf wird kommen und wird einfach nur leere Statements geben. Ja, ich würde das so machen. Ja, warum? Ich denke, das ist besser. Warum denkst du, dass das besser ist? Du musst einfach mal hinter die Materie gehen, musst einfach Fragen stellen. Einfach Fragen stellen. Du weißt, dann merkst du ganz genau, die sind voll mit Bullshit. Voller Bullshit. Ja, die sind voll mit Bullshit. Das ist kein, nichts Handfestes dahinter. Das ist der ultimative Test. Stell Fragen. Warum? Weshalb? Wieso? Warum soll das besser sein? Ja, ich denke, das ist besser. Was wird sich da verändern? Ja, ich denke einfach, dass das besser ist. Ich habe mir einfach gedacht, die denken nicht. Die denken nicht. Ich habe mir einfach gedacht, dass es besser ist. Leere Worte. Deswegen, hinterfragt euch mal selbst. Ja, vielleicht habt ihr solche Menschen in eurem Leben. Ich wollte einfach nur diese Messages rausgeben. Für alle Macher und Macherinnen, die ihre Träume und Ziele verfolgen, lasst euch nicht aufhalten. Auch nicht von diesen ganzen dummen Kommentaren, wie ihr was tun sollt, was ihr tun sollt, was ihr nicht tun sollt und diese ganzen Kritiken und was weiß ich. Und ihr denkt jetzt, oh, ich mache nichts richtig. Doch, ihr macht was richtig. Und deswegen, nur jemand, der etwas tut, und das ist jetzt egal, was für Gender du bist, ja, fühl dich nicht irgendwie jetzt angegriffen. Nur ein jemand, der etwas tut, kann kritisiert werden. Jemand, der nichts tut, was willst du da kritisieren? Der macht nichts. Der macht nichts richtig, der macht nichts falsch, der macht nichts. Was willst du da kritisieren? Aber jemand, der etwas tut, natürlich macht er mal was falsch, natürlich macht er auch was richtig. Und das irritiert immer Menschen, wenn sie einen sehen, der einfach etwas anderes tut, größere Dinge tut oder sonst was. Deswegen kommen sie zu euch. Bisschen Psychologie dahinter muss ja auch sein, damit ihr das Warum versteht. Aber so könnt ihr das auf jeden Fall testen, wenn ihr gerade damit struggelt. Ich weiß jetzt nicht, für wen dieses Video ist. Ich denke einfach nur, es ist für all die, die ihre Träume, also das weiß ich auf jeden Fall für all die, die ihre Träume und Ziele verfolgen. Ich weiß nur nicht jetzt, wer das ist. Ob du das jetzt gebraucht hast oder nicht, ist mir jetzt ganz egal. Ich weiß nur, dass dadurch, dass ich damit gestruggelt habe, strugglen auch bestimmt andere damit. Ja, manchmal ist Kaffee trinken auch nicht so toll. Schmeckt geil, aber irgendwie macht es mir so ein Bleib auch manchmal. Egal. So, ich denke, ich habe jetzt mehr als genug gesagt. Macht diesen Test, ganz ehrlich. Eure Eltern dann kommen oder irgendwer dann kommt oder irgendein Lehrer dann kommt oder sonst was. Stellt einfach mal lauter Fragen. Das ist der Bullshit-Test. Macht ab heute diesen Bullshit-Test. Ist der Mensch hier gefüllt mit Bullshit oder gefüllt mit Wissen? Denn du solltest nach Menschen gehen oder kannst nur auf Menschen bauen, nur Menschen vertrauen, die gefüllt sind mit Wissen. Du kannst aber nicht Menschen vertrauen, die gefüllt sind mit Bullshit. Das heißt, die kritisieren nur, um zu kritisieren. Die haben eigentlich kein Wissen, aber machen wie, als wüssten die alles. Auf diese Menschen kannst du nicht bauen. Ich habe jetzt nur zwei Beispiele genannt. Geht noch viel, viel weiter. Ja, die lieben es zu diskutieren und was weiß ich, was da alles dazugehört. Deswegen, und hör auch auf, mit denen dann zu diskutieren. Deswegen, stell einfach mal Gegenfragen. Das Lustige dabei ist ja, was dabei passiert, das sage ich dir jetzt auch noch, wenn du diese ganzen Gegenfragen stellst, dann merken diese Menschen meistens selbst, wie sehr sie gefüllt sind mit Bullshit. Wie voll mit Bullshit sie sind. Wie wenig Wissen sie tatsächlich haben. Wenn du dann diese ganzen Fragen stellst, diese internen Fragen stellst, oder wie das heißt, diese nicht intimen Fragen, diese spezifischen Fragen. Ja, wie wird das mich verbessern? Warum denkst du das? Warum sollte ich das machen? Was würde das bringen? Was würde dies bringen? Warum hast du das gerade gesagt? Kannst du mir den Grund nennen, warum ich das tun soll? Kannst du mir den Grund nennen, warum ich das dann nicht mehr tun soll? Wenn du diese spezifischen Fragen mal stellst, oftmals dieselben Menschen werden sich selbst verraten. Oh, ich weiß nicht. Ich wollte das einfach nur gerade mal sagen, weil ich gedacht habe, das wäre jetzt gerade richtig. Die denken nicht nach. Wie oft habe ich das gehabt? Oh, ich weiß nicht. Ich hätte einfach nur mal gedacht, ich habe dich so gesehen und habe mir gedacht, ich sollte das sagen. Die wollen einfach nur was sagen. Manche, die wollen einfach nur schwätzen. Manche wollen einfach nur schwätzen. Lass diese ganzen Schwätzer schwätzen. Sei weiterhin Macher. Zieh dein Ding durch.
I don't give a fuck. Peace.